Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World Next Order. So hieß das, ne? Glaube ich, muss mal kurz was testen. Okay. Ich musste gerade einmal kurz auf mein Mikrofon draufschlagen, um zu gucken, ob dieses Mikrofon aktiviert ist und nicht meine Kamera. Weil dieses Problem hatten wir ja schon mal. So, was sehen wir heute hier? Wir sehen, dass Volopper und Carina sich gegenseitig überhaupt nicht ausstehen können. Sie hassen sich. Sie haben eine nullprozentige Freundschaft. Nun, woran liegt das, meine lieben Freunde? Ich glaube, es liegt daran, dass Carina und Volopper gleich aussehen und sie denken sich, mit dem soll ich jetzt rumlaufen, der sieht ja genauso aus wie ich. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum die sich hassen. Ich habe einfach keine Ahnung, warum die sich hassen. Ich glaube, es ist wirklich, weil sie ein und dieselben Digimon sind und die möchten halt einzigartig sein. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, wir sind im Logik-Vulkan angekommen. Hier sind die Gegner noch ein bisschen stärker. Der hier will anscheinend nicht mit mir mitkommen. Okay, die Jungs müssen kacken. Geh mal da rein. Hier ist ein Verkaufsautomat, den nutze ich mal ganz kurz, um zu gucken, ob da vielleicht ein paar Pflaster drin sind. Und ich stelle meinen Sound auf meinen Kopfhörer mal leiser. Ah. Schön. So, da muss ich noch ein bisschen lauter. Ja, ich hab einen Plan. Nee, das war verkehrt. Ich weiß nicht wieso, aber meine neuen Kopfhörer, die agieren ein bisschen komisch. Und zwar, wenn ich die Kopfhörer zu leise einstelle, funktioniert nur noch die rechte Muschel. Keine Ahnung warum. Das ist ein Verkaufsautomat, was du nie sagst. 1500 für einen Autopilot. Willst du mich verarschen? Alter. Nee, bei mir im Laden kostet das, glaube ich, 700. So, da oben geht's auch noch lang. Langweilig, langweilig. Ja, das kennen wir schon von gestern, ne? So kriegen wir wenigstens Überblick. Da oben scheint ein Bördermann oder so zu sein, ne? Ich glaube auch nicht, dass wir gegen die kämpfen können. Ja, genau, wir haben ja gegen einen versucht, gestern zu kämpfen. Und das ging sowas von in die Hose. Stimmt. Ich hatte ja drüber nachgedacht, wir befinden uns hier an einem Ort, wo wir nicht viel Schaden machen. Aufgrund unserer, ja, unseres Typs. Und deswegen werden wir jetzt mal in den Wald gehen. Ich kann nicht sehen, Mädels. Ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ach, komm. Egal. Und deswegen werden wir in den Wald gehen und versuchen noch... ach du Scheiße, ist ja fast tot. Wir werden auf jeden Fall versuchen, Quagamon noch ins Team zu bekommen. Das wäre mir da schon wichtig. Weil dann hätten wir nämlich einen Trainingsplan auf Stufe 3. Jetzt haben wir momentan auf Stufe 2. Das heißt, wenn Carina und Volopper sterben und zwei neue den Platz betreten, werden sie stärker. Fleisch. Nicht dein Ernst. Oh, der Kampf ist vorbei und deine Partner sind zurückgekehrt. Ja, komm. Auch wenn Carina mal wieder verletzt ist. Dagra, okay. Dieses komische Digimon, das wir haben wollen. Nicht Zustand, ich würde gerne Geschichte hören. Dagramon, eine Bindung von 90. Okay, diese Bindung betrifft mich und nicht die beiden, das ist gut. Das ist sehr gut. Ja, wir sind ziemlich weit gekommen, muss ich sagen. Ich meine, weiter werden wir nicht kommen als Ultra. Bis zu Mega dauert das. Eigentlich hätten wir gar nicht Ultra werden dürfen. Eigentlich haben wir noch nicht die Möglichkeit, ein richtig gutes Ultra zu werden. Das ist eins der schwächsten Ultras, die man überhaupt bekommen kann. Aber es ist halt eins meiner Lieblings. Und warst du nicht hier irgendwo? Ach nee, ich bin zurückgelaufen, ne? Oh, ich habe eine E-Mail. Digimail. Unterordner. Oh Mann. Ich schmelze. Ach ja, das ja. Sollten wir versuchen, mit einem Eis-Digimon hinzukommen, ne? Och, die mögen sich. Guck mal. Eins. Einprozentige Freundschaft. Wuhu! Wir kommen voran. Ist ja unglaublich. Ja, ja. Ich guck mal, ob ich einen Autopiloten am Start habe. Wir müssen nämlich zum Shop und endlich mal wieder ein paar Pflaster kaufen. Autopilot. Pflaster, ne? Und ich muss gleich ein paar Sachen verkaufen, ganz ehrlich. Ach, hier steigt meine 10er Stufe nur. Ja, ja, ich verkaufe mal.
Alles, was ich absolut gar nicht brauche, Medizin brauchen wir auf jeden Fall. Wir sortieren mal. Ach, das war schon sortiert, okay. 9 Lachäpfel kann ich gebrauchen. Eine Banane, die mich glücklich macht. Sie gibt mir 500 Bit. Verkauft. Auch keine glücklichen Digimon. Auch keine Zwiebel. Ah, die verkaufen wir auch. Wir brauchen alles, was uns Geld gibt. So, die komischen Nüsse hier können weg. Ich weiß nicht, was ich mit denen anfangen soll. Ich sollte mir auf jeden Fall mal irgendwie eine Liste raussuchen, wo ich sehen kann, was ich mit diesen Dingern machen kann. Ich weiß es nämlich nicht. Wir haben jetzt auf jeden Fall 10.500 Bill. Ich bin begeistert und wir gehen einkaufen. Ja, ja, kaufen. So, du hast da 800. Die Typen am Automaten sind 700 Bill teurer. Also, 2 Stück davon. Ich kann keine Pflaster kaufen. Bullshit. Gut. Ist schon mal leid, Bro. Du musst leider leiden. Waren wir eigentlich schon hier? Noch nicht, ne? 8 Fleisch erhalten. War das nicht vorher immer irgendwie weniger? Nee, das war 8. Ja, ich weiß, du bist verletzt, aber das heilt von alleine, hoffe ich. Ah, wir brauchen irgendwie so einen Arzt oder so, ey, ganz ehrlich. Carina wird daran verrecken, dass sie jedes Mal verletzt ist. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt gar nicht gut. Sind beide verletzt? Nein, das ist nur du, okay, alles gut. Kurzer Schock. Also, wir gucken mal. Nein, 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 nein. Wollt ihr euch nicht hier rufen. Wir gucken mal auf unsere Digimail. Gucken uns mal Vagamon an. Königliches Digi-Gelee findest du auf den Waldwegen in der nahen Ebene. Nur du kannst mir helfen, bitte. Okay. Es gibt einen Waldweg, den wir kennen, und das ist halt der da hinten. Und ich weiß nicht, ob der irgendwo auf dem Boden ist oder so. Keine Ahnung. Ich guck einfach mal nach. Ist eine Memon da? Ja gut, ich glaube, ich bin... Ah, wohl mit meiner Ulti könnte ich nur jemanden wegkotzen, ne? Ich glaube schon. Ich glaube, meine Ulti geht's. Wie geht's? So. Wir brauchen immer noch Attacken für unsere Digimon. Ich kann es nicht fassen, dass wir uns hier schon in Folge, ich weiß nicht, 8 oder so befinden. Und es einfach nicht gebacken kriegen, irgendwelche Attacken zu lernen für unsere Digimon. Was habe ich gerade noch bekommen? Verdammt, ich sollte vielleicht, ich sollte vielleicht gucken, was ich mitgenommen habe. Kann ich das vielleicht hier... gucken. Items. Wir haben einen festen Ast gefunden. LOL. BTF, okay. Holz. Digi-Holz. Ich weiß nicht, wozu ich das Material brauche. Wir gehen einfach mal. So. Wir haben jetzt so eine Art Angelroute bekommen. Wir müssen jetzt noch sowieso Digi-Gelee finden. Ja, du hast Angst vor mir, ich weiß. Was ist hier drin? Oh. Ja, okay. Okay. Königliches Digi-Genie. Warum nicht? Ich würde sagen, wir haben Lauf. Wir holen uns erstmal dieses komische kleine Viech und hoffen, dass er ein Arzt wird. So. Hast du mir etwas gebracht, das ich als Rute verwenden kann? Ja, ja. Oh Mann, damit müsste es gehen. Nun muss ich nur noch die Schnur ans Ende binden. Ha, die Angelrute ist fertig. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Hier ist ein kleines Dankeschön. Nein, er wird, wenn dann, vielleicht nur ein Angelgeschäft führen. Ich hoffe, es hilft dir beim Angeln. Setz es klug ein. Warmon hat sich der Stadt angeschlossen. Damit haben wir 8%. Na gut. Hau mal ab. Ah, jetzt habt ihr Angst vor mir, oder? Nein, habt ihr nicht. So, lasst mich in Ruhe. Nein! Oh, toll! War doch nur ein Test. Aber ihr kriegt aufs Maul, Alter, schon wieder. Ja, habt ihr gut gemacht. Na gut. Timing ist noch nicht perfekt von mir. Yeah, you did it! Ach so. Ich glaube, Carina ist umgefallen, ne? Heilungsdisk, yay!
Habt ihr gut gemacht. Bist gut gestorben, Carina. Sah richtig gut aus. Ist immer noch verletzt, ne? Ich kann doch nichts machen. Nein, das ist die falsche Richtung, Zero. Das ist die fucking falsche Richtung. Nein, warum tust du das? Deine armen Digimon, sie leiden schon. Die sind nicht mehr wirklich kampffähig. Es ist Essenszeit. Juhu, endlich mal was Positives im Leben meiner Digimon. So, ich will nicht schlafen. Danke. So, ihr kriegt beide... Okay, ich gebe euch erstmal Fleisch. Haben wir Platz im Inventar. Ja, ich weiß, du bist immer noch verletzt. Aber ich kann nichts machen. Ich kann nirgendwo einen scheiß Verband kaufen. Wenn ich das könnte, hätte ich dir sofort geholfen. Aber es geht ja nicht. Und das finde ich ein bisschen seltsam. Dass man am Anfang halt seinen Digimon nicht heilen kann. Gut, konnte man das damals in Digimon World 1 auch? Ich glaube nicht. Wobei, da kannte ich mich ja aus. Hier kenne ich mich ja nicht aus. Das ist ja komplett blind. Bei Digimon World 1, da wusste ich, okay, ich laufe da hinten hin und da kriege ich einen Arzt. Lass uns überraschen. Gut, Kovagamon. Somit komme ich direkt auf dich zu. Dann haben wir einen Trainingsplan von Stufe 3. Gut, momentan ist er auf Stufe 2. Wir müssen den natürlich noch irgendwie ausbauen und hochtrainieren. Aber im Endeffekt wisst ihr, was ich meine. Und wir müssen auf jeden Fall Erdbeeren sammeln. Wir dürfen die Erdbeeren nicht mehr verschwenden. Wir brauchen sie für solche Fälle, wie wir sie dieses Mal erlebt haben. Eigentlich unglaublich, wie viel Zeit man in den ersten Ebenen verbringen kann, ne? Und es gibt immer was zu tun. Oh. Ich finde das immer gruselig, wenn die Uhrzeit plötzlich umschlägt. Ich denke mir einfach, was? Was ist passiert? So, Numemon. Weißt, du würdest gerne, aber... Ich bin vergeben. Tut mir leid. Nein! Guck mich nicht an. Guck mich nicht an! Hässliches Ding. So. Du hast mir königliches Digi-Gelee gebracht. Ich hab so Hunger. Gib es mir. Fluff. Köstlich, mein Lieblingsessen. Hm, jetzt bin ich satt. Huch, was mache ich denn hier? Wo bin ich? Nachdenken macht mich hungrig. Ich möchte königliches Digi-Gelee essen. Wo ist es? Los, wir gehen welches suchen. Ich weiß nicht, wozu das Sammeln gut ist. Ganz ehrlich zu euch. Wenn ich das wüsste... Sieht aus, als wäre ich verletzt. Ja, das ist... Also sehr gut erkannt. Es ist noch lange nicht Schlafenszeit. Ich glaube, Carina wird an ihrer Verletzung sterben. Das letzte Mal hat sie sich von selbst geheilt. Bitte nicht! Nein! Oh Gott! Und ich weiß nicht, woher ich einen Verband herbekomme. Okay, jetzt müssen die kacken, aber wir laufen gerade zum Glück in die richtige Richtung. Gut, die Frage ist, wo gehen wir jetzt hin? Wir können ja eigentlich nochmal durch den Wald gehen, ne? Letztes Mal waren wir ja mit unseren beiden Fake-Birdramon da. Ich sag jetzt mal Fake-Birdramon, weil ich kenne die Fake-Digimon-Namen nicht. Ich kenne nur die Originalnamen. Und wozu sollte man auch die Fake-Digimon-Namen kennen, ganz ehrlich? Das ist ein schwarzes Birdramon, weiß man doch. Oder gab's hier Verbände zu verkaufen? Was soll ich denn machen? Die wird sterben. Mist. Ich kann nichts dagegen tun. Muss er vielleicht Schokolade essen. Ja. Jetzt geht's mir besser, Leute. Jetzt geht's mir besser. Hm. Oh! Schokolade hat's gebracht. Ja. Yeah. So, wir werden uns auf jeden Fall gleich nochmal zwei Verbände kaufen. Seht ihr, Leute? Schokolade hilft. Kein Problem. So.
Jedoch, was war das andere? Achso, digitales Ionenwasser. Brauch doch keine Sau. So. Carina geht's wieder gut. Sie ist natürlich nicht happy auf ihren Kollegen. Weil der irgendwie nie verletzt wird. Kann ich durchaus verstehen. Das hier wollt wirklich kämpfen? Na, zumindest deine. Ja, komm. Oh, der Double Kick. Ins Gesicht. Und ich krieg Fleisch. Ja. Das ist nicht dein Ernst! Wer ist jetzt verletzt? Good, that's it. Ach, Carina! Warum? Du hast nicht mal was abbekommen. Okay, now. Ich verstehe dich nicht. Das sind jetzt 1600 Bill. Nee, du wirst nochmal krank oder verletzt oder irgendwas. Dann dreh ich aber durch. Das darfst du erst werden, wenn ich einen Arzt gefunden habe, okay? Wenn ich einen Arzt gefunden habe, dann kannst du dich meinetwegen jedes Mal verletzen. Aber nicht jetzt. Nicht hier. Ich habe nur noch einen Verband. Du kannst froh sein, dass ich zumindest einen Verband hatte. Oder gefunden habe, besser gesagt. Oh, die sind ganz viel Bill wert. Wir sammeln die Nüsse nur, um reich zu werden. Ah, er ist verschwunden. Ihr werdet mich nie bekommen. Niemals. Ich will zuerst in die andere Ebene. So. Hatten wir uns hier überhaupt schon umgeguckt? Ich weiß es gar nicht. Ja, stimmt, ich hatte Angst vor den Red Vegimon, ne? So, meine Angst ist aber nun unbegründet. Was sagst du dazu, Red Vegimon? Jetzt hör auf, aber die Schwächsten anzugreifen. Lass Carina in Ruhe. Jetzt weiß ich, warum sie verletzt ist, weil sie immer so wenig Leben hat. Im Kampf. Wenn sie jetzt wieder verletzt ist, dann liegt das echt daran, dass sie so wenig HP hat. Okay. Okay, gather up. Okay, Carina. Mit dir darf man nicht kämpfen, weißt du das? Das reicht doch, oder? Kostet mich hier Kopf und Kragen. Wehe, du bist gleich nochmal verletzt, dann drehe ich aber durch, Carina. Dann ist es mir nämlich auch scheißegal. Nein! Du bist gleich tot. Gut gemacht! Yeah! Wehe, Carina, wehe. Mir ist mir scheißegal! Ist mir sowas von scheißegal, geh doch sterben! Jetzt bist du auch noch schwer verletzt. Dreh durch. ETF. Ach, das ist die, die mir geschrieben hat. Wer bist du? Und warum? Leute. Klamotten von ihr. Okay. Guckt sie euch an! Welche Frau zieht sich so an? Man zieht da sich doch kein Hoodie an, um ihn irgendwie in der Mitte aufzureißen, damit die Brüste rausgucken. Ach komm, scheiß drauf. Hey there, finally! Das kannst du nicht ernst meinen. Bandai, das könnt ihr nicht ernst meinen. Guckt euch das doch mal an! Ich meine, sie hat regelrecht einfach nur ihren Hoodie in der Mitte aufgerissen, damit die Titten rausgucken. Ich meine, das ist doch nicht normal, oder? Welcher normaler Mensch würde das machen? Selbst ich würde eine Frau für verrückt halten, wenn sie das draußen macht. Einfach nur, weil es seltsam aussieht. Es ist einfach nur in der Mitte aufgerissen, damit man nackte Haut sieht. Ach, scheiß drauf.
Hey, hallo endlich. Glad you made it, my little apprentice. Schön, dass du hergekommen bist, mein kleiner Lehrling. I'm Rina, and this is Vivi. Ich bin Rina und das ist Vivi. Okay, then. Let's start off with some lessons. Also, dann fangen wir mit ein paar Lektionen an. Was stehst du denn da und guckst? Hast du sie nicht gesehen, die Digimail? You're good enough to qualify as an apprentice to a top-level tamer like me. Du bist gut genug, um es vom Lehrling nach ganz oben zu schaffen, zu einem Spitzenzähmer wie mir. Why do you need to have two partners? It bothers you, right? Wieso brauchst du denn zwei Partner? Das lässt dir wohl keine Ruhe. Wir sind uns also einig. Dann komm hier deine Trainingsaufgabe. Trommelwirbel, bitte. Tadadada. It says to do 10 training sessions. Du sollst 10 Trainingseinheiten absolvieren. A tamer is nothing without training. Don't worry though, it's a piece of cake. Ohne Training kein Thema. Aber keine Sorge, das ist ein Kinderspiel. Komm wieder, wenn du fertig bist und keine Tricks und jetzt los mit dir. Komisch. Wer tut denn sowas? Das regt mich gerade richtig auf. Das regt mich aber richtig auf. Und Carina, du regst mich umso mehr auf. Kann ich dir nicht einfach Medizin ins Gesicht stopfen? Hey. Wir werden... Wir werden mit Carina heute nicht mehr kämpfen. Nein. Ich sehe das nämlich langsam nicht mehr ein. Die krüppelt da vor sich hin. Ich glaube, die hat mich nur gewarnt. Trainermodus ist einfach nur just for fun da hinten, ne? Gut. Ja, wir können eigentlich nur trainieren. Dann machen wir unsere Trainingseinheiten und dann ist gut, ey, ganz ehrlich. Ich werde da bestimmt keinen Kampf mehr machen. Carina! Du. Wieso verletzt du dich? Ich verstehe es nicht. Oh, Digimon ruft. Du bist zurück, Zero. Ich habe gute Neuigkeiten. Wurmbon ist nach Floatien zurückgekehrt. Es kann dir sagen, was deine Partner am liebsten essen. Ach, cool! Kuwagamon ist nach Floatien zurückgekehrt. Es verbringt seine Nächte gerne im Trainingsraum, was es wohl für uns tun kann. Der Wohlstand der Stadt liegt jetzt bei 9. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Ja. So. Hey, Gilmon. Ich werde Floatien unter Einsatz meines Lebens beschützen. Macht euch keine Sorgen. Yukimura. So geben sie euch richtige Namen. Nicht wahr, Fallout Boy Carina? Das können wir gar nicht verstehen. Okay, Freunde. Ich würde sagen, morgen werden unsere Digimon wie alt? 13. Also 12 ist normalerweise der Todestag gewesen von unserem alten Digimon. Das war aber auch auf Level Champion, ne? Hier lebe ich. Ich grabe Löcher und schlafe tagsüber. Die Nacht ist meine Zeit. Ist das. Es wird dir deinem Training helfen. Aha. Ich arbeite hier. Ich rüste Trainingsgeräte auf. Benutze Trainingsgeräte oft. Kraft sparen. Stark kämpfen. Okay. Ich würde sagen, wir machen erstmal Stärke auf Stufe 2. Das haben wir dann verdient. Verfehlt. Give this all you've got. Hä, müsste da jetzt nicht 2 stehen? Oder ist 0 richtig? Oder war es vorher 0? Bin irritiert. Was soll das? Ja, machen wir doch mal.
Wir bekommen 17. Ich weiß gar nicht, wie viel wir vorher bekommen haben. Alright. Ready? Apropos, Freunde. Wir haben eine Digimail. Nein, das wollte ich natürlich nicht sagen. Ex-Szenarien. Mein Schüler. Alle meine Schüler müssen 10 Trainingsübungen absolvieren, das ist unsere Grundlage. Ex-Szenarien. Sind das Wahnvorstellungen oder so? Auf jeden Fall, wir haben doch noch hier Fähigkeitspunkte. Das hier brauchen wir. Denn wenn unsere Digimon sterben, dann sollen sie ihre Werte so halbwegs behalten. Das fände ich schon echt cool. So. Ach cool, ich kann direkt hier auf die Geschichte zugreifen, ja. Zurück, Attribute, Partner bewegen. Ich dachte eigentlich, wir können hier Stufe 2 machen mittlerweile. Aber keine Ahnung. Vielleicht war es vorher Stufe 0 und jetzt ist es Stufe 2. Ja, das kann ich mir nicht erklären. Alright. Ready? Ja, lieb mich. Liebe mich. So ein bisschen MP. Guckt es an, ich habe von Anfang an immer alles gleich trainiert. Und ihr guckt euch jetzt mal die Werte an. Und zwar hat Karina einfach mal 2000 MP mehr. Das hatte sie von Anfang an. Seitdem sie zu Rookie geworden ist. Und Fallout Boy hat gerade mal 100 Geschwindigkeit mehr. Maximal 190 Geschwindigkeit. Verstehe ich nicht. Na gut. Ihr könnt jetzt schlafen gehen und dann ist Karina hoffentlich nicht mehr so anfällig gegen Krankheiten. Time to say goodnight. Das wäre echt cool, Karina. Wenn du da, weiß nicht, ein bisschen zäher wärst. Vielleicht kacken sie ab. Die sterben bestimmt heute. Ich weiß nicht mal, wie alt sie werden, wenn sie Ultras sind. Das ist so traurig. Die könnten jeden Moment sterben. Und ich wüsste es einfach nicht. Ready. So, hups. Okay, now. So, wir haben 20 Fleisch. Ich denke, das wird fürs nächste Training reichen. Locker. Und ich hoffe, das nächste Mal kriegen wir nicht wieder zwei gleiche Digimon. Das wäre ein bisschen scheiße. Aber naja. Halt, mittlerweile wisst ihr ja, wie das Ganze hier funktioniert. Ich werde sie einfach selber trainieren und dann werdet ihr alle Digitationen natürlich sehen. Und dann, ja, war es das eigentlich. Dann laufen wir wieder weiter. Das heißt, für euch vergeht nicht wirklich viel Zeit, wenn die Digimon gestorben sind. Für mich sind es 1-2 Stunden Training. Aber ich habe auch nichts dagegen. Mir macht das Spiel wirklich Spaß. Oh, hier ist etwas runtergefallen. Was denn? Ich meine, ich finde es ja gut, dass sie mich informieren, dass hier irgendwo was liegt, aber ich weiß nicht wo. Unter der Brücke auf jeden Fall nicht. Ansonsten wäre da höchstwahrscheinlich ein Nanimon unter der Brücke, weil er sieht immer so aus, als würde er unter der Brücke liegen. Nein, kein Numemon da zum Fertigmachen. Ich glaube nämlich, ich bin mittlerweile stark genug. Bleib weg. ETF. Wie sieht es denn bei euch aus? Oh, 4%. Nice. Die mögen sich schon mehr. Und Freunde, ich würde sagen, die Zeit ist für heute over. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Digimon-Folge. Und dann gehen wir zurück zum Höhleneingang und gucken, ob wir da irgendwas, finden können. Das wäre echt cool, wenn wir jetzt einen neuen Weg finden. Ansonsten müssen wir halt warten, bis unsere Digimon stark genug sind, da wir ja jetzt einen neuen Trainer haben. Blabla. Gut. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, drückt mal einen Daumen nach oben. Das würde mich freuen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.